Mit Star Citizen Alpha 3.15 steht das Heilungs-Gameplay vor der Tür. Und angesichts dessen hat sich CRG Gedanken gemacht, wie die angedachten, die entwickelten Mechaniken auch ihren Weg in die Geschichte, in die Lore von Star Citizen finden könnten. Und die Ergebnisse dessen, den Hintergrund, die Fachbegriffe, die lernen wir kennen im Loremaker's Guide to Regeneration. Seit den frühesten Tagen von Star Citizen hat das Spiel immer die Idee verfolgt, dass es sinnvolle Konsequenzen für den Tod des Spielers geben würde. Unsere Hoffnung war, ein gefährliches Universum zu erschaffen, das den Entscheidungen echtes Gewicht verleiht und die Spieler mit einem Gefühl der Erfüllung belohnt, wenn sie ein Abenteuer unversehrt beenden können. Wir wollten, dass ihr euren Avatar als etwas betrachtet, um das ihr euch genauso kümmern müsst wie um euer Schiff. Wie Chris Roberts und Richard Tyra in der Folge von Calling All Devs am 30. Oktober 2020 erläuterten, war die Entwicklung der Alpha-Version von Star Citizen zu diesem Zeitpunkt so weit fortgeschritten, dass mit der aktiven Entwicklung dieses wichtigen Gameplay-Loops begonnen werden konnte. Unter der Leitung des ACTA-Feature-Teams wurde das medizinische Gameplay so weit verfeinert, dass mit dem Alpha-Patch 3.15 die Veröffentlichung von Healing Tier Zero erwartet wird. Parallel zu diesem brandneuen Gameplay hat das Narrative-Team an einer brandneuen Geschichte gearbeitet. Wir wussten zwar schon immer, dass die medizinische Wissenschaft in Star Citizen so weit fortgeschritten ist, dass man auch klinisch Tote wieder reanimieren kann. Aber während der letzten Entwicklungsphase wurde beschlossen, dass die Spieler davon profitieren würden, wenn sie auch respawnen könnten, wenn der Körper ihres Avatars eigentlich komplett verloren ist. Während viele Szenarien dadurch erklärt werden konnten, dass fleißige NPC-Notfallteams verletzte Spieler finden und sie zurück in die Zivilisation bringen, gab es bei einem Spiel wie Star Citizen viele Fälle, in denen selbst die mutigsten Rettungspiloten nicht in der Lage gewesen wären, einen Spieler zu retten und zurückzuholen. Stellt euch vor, ein mutiger Entdecker fliegt direkt in die Sonne. Oder ein paar freundliche Gesetzlose feuern einen Torpedo der Größe 9 direkt auf euren Kopf ab. Welcher Krankenwagen würde euch davor retten? Wir hätten diese Fälle zwar als endgültig tot deklarieren und den Spieler dazu zwingen können, alles an seine Erben zu übergeben. Aber wir waren besorgt darüber, wie bestrafend dies für Spieler sein würde, die das Spiel noch nicht kennen. Aus diesem Grund wurde beschlossen, dass Star Citizen eine Technologie haben sollte, die dem Klonen ähnelt und mit der die Spieler ihre Avatare sozusagen vom Tod zurückholen können. Aber mit ein paar wichtigen Voraussetzungen, die die Lore berücksichtigen muss. Die Erinnerungen des Avatars mussten weitergegeben werden. Es macht keinen Sinn, eine biologische Kopie zu erstellen, wenn sie sich an nichts erinnern kann. Der Prozess musste mit der Zeit an Effizienz verlieren, damit die Menschen im Universum nicht unsterblich sind. Die Art und Weise, wie euer Avatar umgekommen ist, sollte sich in seinem neuen Körper widerspiegeln. Wenn man in die Luft gejagt wurde, wollten wir Narben und kybernetische Gliedmaßen sehen. Wir wollten auch, dass die Charaktere altern und nicht einfach in eine jüngere Version ihrer selbst hüpfen. Es sollte immer nur eine Kopie von jemandem geben, keine Klonarmeen, die herumlaufen. Mit all diesen zusätzlichen Elementen wurde schon früh klar, dass die traditionellen Ideen von DNA-Scans und Klonen nicht ganz unseren Anforderungen entsprechen würden. Stattdessen arbeitete das Narrative-Team daran, eine eigene Fiction zu erschaffen, um die Science, die Wissenschaft hinter diesen medizinischen Wundern des 30. Jahrhunderts zu erklären. Bitte heißt Star Citizen herzlich willkommen zu Regeneration. Ihr findet hier die Aufschlüsselung einiger wichtiger Begriffe, die mit Regeneration, der Regeneration, zu tun haben. Einige davon werdet ihr in Alpha 3.15 bereits kennenlernen. Sowie eine kurze Geschichte der Entwicklung dieser neuen Technologie. Doch bevor wir uns mit der neuen Fiction befassen, gibt es noch ein weiteres Re-Wort zu besprechen. Retcon.
Da die Regeneration im Jahr 2951 bereits weit verbreitet sein sollte, um dem Gameplay gerecht zu werden, mussten wir die Zeitlinie der Lore früher ansetzen. Allerdings wollten wir auch nicht zu viele frühere Überlieferungen ungültig machen, in denen Charaktere getötet wurden und tot blieben. Das bedeutet, dass die Menschen im Verse schon etwas länger mit der Regeneration leben als ihr Spieler, aber nicht viel länger. In Zukunft sollte sämtliche Lore hoffentlich die Geschichte der Regeneration und ihre Auswirkungen auf das Leben der Menschen in der UEE und darüber hinaus korrekt einbeziehen. Und wie bei allen unseren Systemen, die sich in aktiver Entwicklung befinden, könnt ihr natürlich davon ausgehen, dass die aufgeführten Punkte mit der fortschreitenden Entwicklung des Gameplays weiter verfeinert werden. Wir hoffen, dass dies eine solide Grundlage darstellt, auf der wir aufbauen können. Zu guter Letzt könnt ihr gerne Fragen im Lore Ask Dev Forum auf Spektrum stellen. Und wir werden versuchen, so viel wie möglich in unseren kommenden vierteljährlichen Lore Makers Community Fragen Posts zu beantworten. In dem folgenden Abschnitt der Terminologie werden englische Begriffe genannt, die entsprechend erklärt werden. Ich habe mich entschlossen, diese Begriffe nicht zu übersetzen, weil sie Teil des Spielerlebnisses von Star Citizen sind und euch auch im Spiel immer wieder begegnen werden. Insofern, wenn es etwas zu erklären gibt, werde ich das kurz tun. Aber ich werde weiter mit den englischen Begriffen in diesem Fall der Terminologie arbeiten. Ein Imprint ist der Begriff für einen vollständigen und ganzheitlichen Bioscan eines Individuums, der nicht nur eine Aufzeichnung der DNA, sondern auch aller Erinnerungen, Gedanken und der Persönlichkeit des Individuums erstellt. Während Imprints ohne Verlust zwischen Sphären übertragen werden können, kann nur eine Kopie eines Imprints zur selben Zeit existieren. Die Aktualisierung eines Imprints setzt alle früheren Imprints außer Kraft. Regeneration, die Regeneration, ist der Begriff für den Prozess, bei dem ein Imprint verwendet wird, um den verstorbenen Quellkörper wiederherzustellen. Anhand der im Imprint gespeicherten Informationen wird ein neuer Körper regeneriert, der eine nahezu identische Kopie des Originals ist, abgesehen von den Auswirkungen etwaiger Echos. Die Ibrahim-Sphäre ist die Technologie in medizinischen Betten und Scannern, die es euch ermöglicht, Imprints zu erstellen und zu speichern. Sie besteht aus fortschrittlichen Materialien außerirdischen Ursprungs. Die Technologie hinter den Sphären wurde öffentlich zugänglich gemacht, um die Massenproduktion und Entwicklung zu fördern. Es ist wichtig zu wissen, dass nicht alle Sphären gleich beschaffen sind. Qualitativ hochwertigere Sphären sind besser in der Lage, Imprints zu bewahren und verursachen weniger Traumata während des Regenerationsprozesses, sodass mehr Zyklen, mehr Cycles möglich sind, bevor die Lebensfähigkeit versagt. Trauma-Reaktions-Echo. Der Begriff Echo, zu Englisch Echo, beschreibt die Verbindung zwischen einem Imprint und seiner Quelle. Wenn ein nachhaltiges traumatisches Ereignis eintritt, wie zum Beispiel ein Todesfall oder sogar die Regeneration selbst, können die psychologischen Auswirkungen manchmal stark genug sein, um den Imprint dauerhaft zu verändern. Wenn zum Beispiel die Beine einer Person vor ihrem Tod zerquetscht werden, besteht die Möglichkeit, dass ein Echo erzeugt wird, das den Imprint so verändert, dass die Beine der Person nicht mehr funktionieren. Echos sind der Grund dafür, dass sich Patienten mit den Narben und Wunden ihres Todes regenerieren können und dass nur eine Kopie einer Person gleichzeitig existieren kann. Auch die Regeneration, die Regeneration selbst, erzeugt Echos und mit der Zeit wird der Imprint einer Person schwächer und weniger lebensfähig. Das ist auch der Grund, warum Imprints nicht zur Verlängerung des Lebens verwendet werden können, da der Alterungsprozess selbst durch die Imprints widerhallt. Tests haben jedoch gezeigt, dass die Auswirkungen der Echos umso geringer sind, je hochwertiger die medizinische Ausrüstung und die Sphäre sind. Als nächstes kommt der Imprint Viabilitäts Score. Die Viability, die Viabilität, bedeutet so viel wie gangbar oder passend, brauchbar, tauglich, erfolgreich oder funktional.
Entsprechend bezeichnet Viabilität die Gangbarkeit oder Brauchbarkeit, die Tauglichkeit oder die Funktionalität eines Weges, den man einschlägt, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Demzufolge ist der Imprint Viabilitäts Score, der Imprint Viability Score, die Zahl, mit der die Lebensfähigkeit eines Imprints für die Regeneration bewertet wird. Aufgrund der Beeinträchtigung durch Echos werden die Imprints schließlich so stark beschädigt, dass sie nicht mehr lebensfähig sind und das Individuum nicht mehr regeneriert werden kann. Die Verwendung hochwertigerer Imprints und Geräte trägt dazu bei, das IVS, das Imprint Viability Score, eines Patienten zu verlängern. Die Verwendung hochwertigerer Imprints und Geräte trägt dazu bei, den Imprint Viabilitäts Score, den Imprint Viability Score eines Patienten zu verlängern. Regen als Abkürzung für Regeneration ist die Bezeichnung für eine Person, die sich einer Regeneration unterzogen hat. Auch umgangssprachlich für den Prozess der Regeneration selbst. Cycle, Zyklus. Dieser Begriff bezieht sich auf den Zeitraum zwischen den Regenerationen. Die Menschen fragen sich gegenseitig, in welchem Zyklus sie sich befinden, um herauszufinden, wie oft sie bereits regeneriert wurden. Manchmal sind die Leute beeindruckt, wie lange andere Menschen ohne Regeneration ausgekommen sind. Gap, Lücke. Der Begriff Gap bezieht sich auf die Zeitspanne zwischen der Erstellung eines Imprints und der Regeneration einer Person. Je länger das Gap, die Lücke, ist, desto mehr Erinnerungen und Erfahrungen gehen verloren. Häufiges Imprinting wird daher dringend empfohlen. Biotycorp Regen Serum. Dieses fortschrittliche progenerative Destillat wird als Grundstoff verwendet, aus dem Zellen, Gewebe und Organe für die Regeneration bioprinted werden können. Wiped, ausgelöscht. Wiped ist der Begriff, der verwendet wird, wenn der IVS-Wert einer Person so niedrig ist, dass sie nicht mehr regeneriert werden kann. Der Begriff stammt aus dem Zusammenhang mit einer dauerhaften Löschung eines Imprints in einer Ibrahim-Sphäre. Outlaws bezeichnen das Auslöschen, das Wipen einer Person manchmal als deren Tötung auf eine Art und Weise, die sie daran hindert, sich zu regenerieren. Dies kann auch als Ghosting bezeichnet werden. Tod, Kill, Ermorden etc. Da es sich bei der Regeneration noch um eine relativ junge Technologie handelt, beziehen sich diese Begriffe immer noch auf die Unterbrechung der Lebensfunktionen, unabhängig davon, ob die Person regeneriert werden kann oder nicht. Kommen wir zu der Geschichte der Regeneration. Der berühmte Wissenschaftler Dr. Akka Ibrahim hat seine Karriere der Suche nach einer Möglichkeit gewidmet, die geistigen Fähigkeiten von Patienten wiederherzustellen, die an schweren Kopfverletzungen, Hirntraumata oder degenerativen Krankheiten leiden, indem er detaillierte Scans ihres Gehirns vor dem Trauma anfertigte. In frühen Experimenten konnte Dr. Ibrahim einige Hirnfunktionen wie die Motorik wiederherstellen. Aber alle Versuche, Erinnerungen oder die Persönlichkeit wiederherzustellen, blieben erfolglos. Seine bahnbrechenden Hirnscans halfen zwar vielen Patienten, eine gewisse Funktionalität wiederzuerlangen, aber wenn ein größerer geistiger Verlust eintrat, schien es kaum möglich, die Person vollständig wiederherzustellen. Aufgrund seines Rufs als Experte für medizinische Scans wurde Dr. Ibrahim im Jahr 2932 von der UII-Regierung eingeladen, die erbeutete biogenetische Scan-Technologie der Vandul zu untersuchen. Das geborgene Material war fortschrittlicher als alles, was die Menschen entwickelt hatten, und schien sogar einen Großteil der zuvor untersuchten vandulischen Technologie zu übertreffen. Dr. Ibrahim und sein Team waren kaum in der Lage, die gefundene Technologie zu dekonstruieren oder auch noch zu verstehen, wie und warum die Vandul sie einsetzten. Erst eine verdeckte Marine Operation im Jahr 2946 ermöglichte es Dr. Ibrahim, das volle Potenzial der Technologie zu erschließen. Als Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung fortschrittlicher xenomorpher Materialien, die von der erbeuteten Vandul-Technologie inspiriert sind, ermöglicht die innovative Ibrahim-Sphäre die Anfertigung vollständiger biogenetischer Imprints einer Person. Der Imprint geht weit über DNA- und Mentalscans hinaus und erfasst eine vollständige Version einer Person, einschließlich ihrer Erinnerungen und sogar ihrer Persönlichkeit.
Das Überraschendste ist jedoch, dass der Imprint nicht statisch bleibt, nachdem er erstellt wurde. Traumatische Antwortechos. Obwohl der Prozess noch nicht vollständig verstanden ist, bleiben die auf der Sphäre aufgezeichneten Informationen mit ihrer Quelle verbunden. Wenn die Quelle einschneidende Lebenserfahrungen wie eine traumatische Verletzung oder den Tod erleidet, wird der Imprint dauerhaft verändert, was allgemein als traumatische Antwortechos oder einfach Echo bezeichnet wird. Alle Versuche, Prägungen zu verwenden, während die Quelle noch lebt, sind gescheitert. Eine führende Hypothese, die derzeit untersucht wird, besagt, dass die einzigartigen Eigenschaften der Sphäre eine Verbindung ähnlich der Quantenverschränkung schaffen, die den Imprint über den Zwischenraum hinweg mit seiner Quelle verbindet. Während die Entdeckung der Echos Dr. Ibrahim zunächst bestürzt zurückließ, da er gehofft hatte, noch lebende Patienten quasi reparieren zu können, eröffnete sich ein neuer medizinischer Weg, als die Ibrahim-Sphären mit einer neuen bahnbrechenden Technologie kombiniert wurden, die im Auftrag des Militärs von Biotech Corp entwickelt wurde. Regeneration. Im Jahr 2949 gelang die erste erfolgreiche Regeneration eines Menschen mithilfe der von Biotech Corp entwickelten schnellen Bioprinting-Technologie und der auf einer Ibrahim-Sphäre gespeicherten Information. Imperator Edison erkannte das Potenzial dieses Durchbruchs und genehmigte Billionen von Credits, um die Technologie so weit wie möglich verfügbar zu machen. Er ging sogar so weit, die Spezifikationen für die Ibrahim-Sphäre zu veröffentlichen, damit mehrere Unternehmen die benötigten Scanner und Bioprinter herstellen konnten. Heute ist der Regenerationsprozess zwar nach wie vor kostspielig, aber selbst die kleinste Raumstation ist mit einem medizinischen Scanner ausgestattet, der einen Imprint anfertigen kann, und Milliarden von Menschenleben wurden gerettet. Doch wie bei jedem technologischen Durchbruch gibt es auch bei dieser Technologie noch viele Zweifel. Religiöse Gruppen haben dagegen protestiert, dass die Seele eines Lebewesens eingefangen wird. Und einige Wirtschaftsgruppen haben sich besorgt darüber geäußert, dass die plötzliche Verlängerung des Lebens ernsthafte Auswirkungen auf die Gesellschaft haben wird. Auch die Angst vor Klonarmeen bleibt. Trotz der Zusicherung, dass es technisch unmöglich ist, mehrere Imprints ein und derselben Person zu erstellen. Um dem entgegenzuwirken, hat die Regierung bereits strenge Gesetze für den Versuch erlassen, mehrere Versionen einer Person zu züchten, da ein solches Kunststück das Konzept der Besteuerung und der Strafjustiz durcheinanderbringen würde.